So, ich habe euch ja gesagt, ihr müsst Kopfrechnen üben, okay? Und wir schauen mal, wie fit ihr im Kopfrechnen seid. Und zwar machen wir das folgendermaßen, aufgepasst. Ich teile den Hörsaal in zwei Hälften. Und zwar, muss ich mal gucken, ich glaube, es ist eine ungerade Anzahl an Plätzen in der Reihe. Das ist doof. Also ich möchte euch nicht halbieren, hier, den in der Mitte sitzt. Ich würde sagen, du rutschst dann zu der Seite rüber. Okay, dann teilen wir den Hörsaal mal hier in dieser Hälfte, ja? Zwischen hier, okay? Also ihr seid alle hier drüben, ihr seid alle da. Okay. Ich stelle euch jetzt Kopfrechenaufgaben. Alle Taschenrechner weg, alle Handys zur Seite. Ihr rechnet im Kopf. So, wir machen das so. Das hier ist Gruppe A, das ist Gruppe B. Ich sage euch eine Kopfrechenaufgabe. Wer das Ergebnis weiß, ruft es laut rein und dann gucken wir, ob es richtig ist. Wenn es richtig ist, gibt es einen Punkt, okay? Wir testen mal. 7 mal 9. Richtig, wer hat es gesagt? Perfekt. Gibt schon einen Punkt für euch. So, das war so schnell. Okay. Los geht's. Konzentration. 15 Quadrat. Olaf. Sehr gut. B. Okay. Wie hast du es gerechnet? Sehr gut. Du kannst die Quadratzahlen bis 20. Okay. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Quadratzahlen bis 20 kennt ihr auswendig. Okay? Wenn ihr die noch nicht auswendig kennt, was macht ihr? Auswendig lernen. Genau, sehr gut. Okay. Nächste Aufgabe. 35 zum Quadrat. Richtig, wer hat es gesagt? Yay, super. Gruppe A. Wie hast du gerechnet? Mit dem Trick. Mit welchem Trick? 35 Quadrat. Du nimmst die 3. Du nimmst die 3, multiplizierst sie mit der Zahl, die genau 1 größer ist. 3 mal 4. Kommt 12 raus, dann schreibt ihr die 12 hier oben hin und hängt 25 hinten dran. Genau. Was? Wie? Ja. Ihr quadriert eine Zahl, die auf 5 endet. Das ist die Voraussetzung. Eine Zahl, die auf 5 endet. Okay? Dann nehmt ihr den Teil vor der 5, multipliziert ihn mit einer Zahl 1 größer und hängt 25 hinten an. Falls euch interessiert, warum dieser Trick gilt, ich werde heute Nachmittag ein Video freischalten, in dem ich den Trick beweise, ja, wo man sieht, warum das gilt. Ihr könnt euch aber auch erstmal selbst überlegen, warum gilt denn das. Okay, nächste Aufgabe. 75 zum Quadrat. Richtig. Wie hast du gerechnet? 5625. 75 zum Quadrat? Ja, 7 mal 8.
7 mal 8 ist 56. Einfach 25 anhängen, genau. Sehr gut. Die nächste Aufgabe schreibe ich an die Tafel, weil man diese vielleicht nicht so gut behalten kann. Okay? Vierunddreißig mal 36. Nee. Nein. 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 Es wird gerade gefragt, ob es noch Gruppe C für den Chat gibt. Ja, die gibt es auch. Im Chat dürft ihr auch mitmachen natürlich. Ne? Chat ist Gruppe C. Gucken wir mal, ob ihr schneller seid. Aber nicht den Taschenrechner verwenden zu Hause. Ne? Das kann man natürlich jetzt nicht nachprüfen. Ja, richtig. 1224. Herzlichen Glückwunsch. Klabuster Klaus hat es auch rausgekriegt. Gibt auch für den Chat einen Punkt, okay? Wie hast du das gerechnet? Du hast 30 mal 30, 6 mal 30 und 4 mal 30, 4 mal, okay, du hast also alles mögliche miteinander multipliziert. Kann man machen. Bist zum richtigen Ergebnis gekommen, super. Alles im Kopf? Nee? Die Zwischenschritte aufgeschrieben, okay, das nennt man halbschriftliches Rechnen. Ja? Nicht komplett im Kopf, Zwischenschritte aufgeschrieben, kann man natürlich auch machen. Ja. Wie hat Klabuster Klaus gerechnet? Ah, ja genau, jetzt kommt hier der Trick von Klabuster Klaus. Super. Und zwar hat er gerechnet, aufgepasst, 34 und 36. 34 ist 35 minus 1 und 36 ist 35 plus 1, richtig? 34 ist 35 minus 1. 36 ist 35 plus 1. Also a minus b mal a plus b. Dritte binomische Formel ist was? A minus b mal a plus b. Dritte binomische Formel. Bitte? A Quadrat minus b Quadrat. Also muss man hier oben nur rechnen. 35 Quadrat minus 1 Quadrat. 35 Quadrat minus 1. Also, ihr seht 34 mal 36. Überlegt euch, das ist ja 35 minus 1 für 35 plus 1. Also 35 Quadrat ist 3 mal 4, 25 angehängt und 1 abgezogen. Okay, weitere Aufgabe. Neunundvierzig mal 51. Olaf. Was warst du, Gruppe? B, ne? Nee, hier. Wie hast du gerechnet? 50 mal 50 minus 1, genau. Na? Das hier ist ja 50 minus 1 mal 50 plus 1, also
2500 minus 1. 2499. Sehr schön. Oh, wir haben ein Stechen zwischen Gruppe A und Gruppe B. Ja, Crispy Rose hat auch 2499 rausgekriegt. Sehr schön, super. Okay, aufgepasst. Kurz mal überlegen, welche Aufgabe ich euch stelle. 13 mal 17. Olaf, sehr gut. 221. Olaf hat den Sieg für Gruppe B geholt. Wie hast du gerechnet? Ja. 10 mal 17, okay, plus 3 mal 17 ohne Trick. Wie hätte man noch rechnen können? Genau, sehr schön. 15 mal 15 minus 2 im Quadrat. Ne? Das hier ist ja 15 minus 2 mal 15 plus 2. Also 15 Quadrat minus 2 Quadrat ist 225 minus 4. 221. Also ihr könnt immer, wenn ihr zwei Zahlen multipliziert und die Zahl genau in der Mitte ist einfach zu rechnen im Quadrat. Ne? Also hier ist die Zahl in der Mitte 50. 50 Quadrat ist einfach zu rechnen. Hier ist die Zahl in der Mitte 15. 15 Quadrat wisst ihr auswendig, 225. Immer wenn die Zahl genau in der Mitte leicht zu quadrieren ist, nehmt ihr die Zahl in der Mitte, quadriert sie, minus dem Abstand einer der beiden Zahlen zur Mitte und quadriert den. Okay, das sind so zwei Rechentricks, die ich euch zeigen wollte. Wie quadriere ich eine Zahl, die auf 5 endet? Und wie rechne ich ein Produkt zweier Zahlen aus, die das nicht so einfach ist, aber die Zahl genau in der Mitte lässt sich leicht quadrieren? So, das sind die beiden Situationen. Und da würde ich vorschlagen, das übt ihr mal bis zum nächsten Mal, okay? Und ich schalte euch noch die Tricks frei. Und in der Mathebrücke werden auch entsprechende Übungen freigeschaltet. In der Mathebrücke werden wir jetzt Kopfrechen-Trainingsaufgaben freischalten. Okay? Nutzt das. Ihr müsst später im Klassenzimmer Kopfrechen-ExpertInnen sein. Also nutzt jetzt die Gelegenheit, mit mir gemeinsam und mit allen gemeinsam das zu trainieren, sodass ihr anschließend gut Kopfrechnen könnt. Nutzt es auch im Alltag. Okay? Es gibt zum Beispiel Weck-Apps, die einen morgens wecken und der Wecker geht nur aus, wenn man eine Rechenaufgabe löst. Und wenn ihr auf Snooze drückt, müsst ihr anschließend zwei Kopfrechenaufgaben lösen. An manchen Vormittagen habe ich 7 Kopfrechenaufgaben nacheinander lösen müssen. Aber das trainiert, ne? Versteht ihr? Es hilft nichts, wenn ihr jetzt sagt, das fällt mir schwer. Also lasse ich's. Das bringt nichts, weil es muss euch irgendwann mal leicht fallen, wenn ihr im Klassenzimmer steht. Und jetzt könnt ihr es ja üben ohne irgendwelche Konsequenzen. Ne? Also übt einfach Kopfrechnen. Okay. Die nächste Aufgabe kommt.